Modezauberer Karl Lagerfeld lud zu einer neuen Kollektion vor atemberaubender Kulisse. Ein Terminal mitten im Pariser Grand Palais. Letzter Aufruf für Fluggäste von Chanel Airlines. So sollte der ideale Flughafen aussehen, wie früher, als die Flughäfen noch kleiner und Fliegen ein exklusives Geschäft war. Das ist der Ort für den Start in alle möglichen Richtungen und für alle möglichen Situationen. Reisen wie damals mit Edelkoffer und Chanel-Kostüm. Karl Lagerfeld erinnert an vergangene Zeiten, spielt mit der berühmten Stewardessen-Eleganz und hat dennoch einige Empfehlungen für die moderne Globetrotterin in petto. Karomuster, golddurchwebter Tweed, auch bunte Flatterröcke und Lagenlook. Am Ende drehte ein gut gelaunter Lagerfeld zusammen mit Topmodel Cara Delevingne und seinem Patensohn Hudson König eine Runde auf dem Laufsteg, oder besser gesagt Terminal. Die Schau von Valentino war das andere mit Spannung erwartete Laufstegereignis der Pariser Fashion Week. Afrika war die Inspirationsquelle mit naturnahen Erdtönen, exotischen Drucken und Schmuck aus Holz oder Lehm. Drapierte Stoffe, lange, fließende Kleider mit Franseneffekt waren zu sehen. Die Models nahezu ungeschminkt mit strengen Frisuren. Zurück zu den Wurzeln lautet das Motto der Kollektion, entworfen vom Designerduo Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Piccioli. Strange Fruit hat der Franzose Christophe Guillaumet seine neue Frühjahrs-Sommer-Kollektion getauft. In Anspielung an den berühmten Song der Jazz-Diva Billie Holiday, die in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Als Guillaumet die unvergleichliche Stimme der Sängerin hörte, kam dem jungen Designer die Idee zu einer Kollektion im eleganten Stil der 50er und 60er Jahre. Aus zarter Spitze und Satin mit Strass besetzt und in warmen Pastelltönen. Festliche Kleidung für lange und durchtanzte Nächte.